Ich bin Christiane Blut von der Buchhandlung Blücherstraße. Wir haben jetzt Adventszeit in Corona-Zeiten. Eine nicht so einfache Sache, aber es lief bisher alles ganz, ganz wunderbar. Wir haben wunderbare Kunden, die uns während der ganzen Zeit treu geblieben sind. Wir haben zusätzliche Kunden gewonnen, weil viele das Lesen wiederentdeckt haben oder das Lesen verstärkt haben. Kindern wird mehr vorgelesen. Während der Hochzeit von Corona haben wir die Bücher in die Biobäckerei gebracht, wo unsere Kunden dann die Bücher abgeholt haben. Es war eine ganz wunderbare Situation, diese Gemeinschaft zu erleben, dieses Miteinander, was den Stadtteil Nippes ja besonders ausmacht. Und es geht weiter so. Es ist wunderbar zu erleben, wie Corona in Corona-Zeiten Bücher die Menschen verbindet. Gleichzeitig arbeiten wir natürlich mit allen anderen im Stadtteil zusammen, zum Beispiel auch mit der Kulturkirche Köln, für die wir immer Vorverkaufsstelle sind, was natürlich jetzt momentan leider nicht geht, aber wir hoffen auf nächstes Jahr, dass es da wieder munter weitergeht, so wie wir es kennen. Wir haben natürlich auch versucht, trotzdem die Kultur und Bücher nach draußen zu bringen, haben Ausstellungen in Kindergärten gemacht, hatten jetzt eine große in der Gustav-Nachtigall-Straße mit sehr, sehr großer Resonanz. Die Leute sind froh, das Angebot zu haben und Bücher anzugucken. Auch jetzt geht es hier munter weiter. Ich sag mal ein ganz großes Dankeschön an alle Nippeser, die uns treu ergeben sind.